Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Heute am Donnerstag, leider, denn gestern ist so viel passiert, der neue Raid-Boss kam. Dann habe ich gedacht, mache ich das eben einen Tag später. Abends musste ich aber sogar noch eine andere Folge machen, weil Niantic schon wieder ausrastet. Das habt ihr aber vielleicht gestern gesehen. Deshalb einen Tag später, aber besser als gar nicht. Die Leute haben schon gewartet, haben schon nachgefragt, wo ist Raid am Mittwoch? Das möchte ich euch aber jetzt präsentieren. Deshalb, wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Und am Ende war da doch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche mit einem Highlight. Ich habe es nämlich geschafft, das Unmögliche. Ich will es nochmal erwähnen, nochmal zeigen hier. Ihr wisst ja, es gab Partyhut Wurmple als Shiny im Party-Event. Obwohl das nächste Party-Event steht ja schon in den Startlöchern, Ende des Monats. Und danach konnte man natürlich auch Wurmple als Shiny in der Wildnis bekommen und die ganze Familie entwickeln. Und ich habe durch Tauschen fünf verschiedene Wurmple bekommen, habe die entwickelt und hatte wirklich das Glück, dass ich gleich jedes Familienmitglied bekommen habe. Ihr seht hier ein Schalocco, ein Panikon und dementsprechend dann auch Papinella und Pudox. Das konnte man ja nicht bestimmen. Das ist Zufall gewesen. Ich habe es geschafft. Ich bin glücklich. Andere mussten schon 10 Wurmple entwickeln und es fehlt immer noch eins dazu. Dann passend zum Wurmple-Thema, der Brian hat auch natürlich eins bekommen. Das wollte er ja eigentlich mit mir tauschen. Habe ich aber noch nicht. Eigentlich brauche ich es ja nicht. Mal gucken, ob ich es noch mache. Ich wollte ihm ja dafür was anderes noch geben. Das muss ich aber noch fangen. Habe ich noch nicht. Dann ist hier ein Frigometri gespawnt. Einfach mal vor der Haustür. Habe ich auch ein Bild rein vom Homespot, wie das daneben saß. Auch Wetter geboostet. 2017. Ist auf jeden Fall genial. Nimmt man gerne mit. Ist auch selten, meiner Meinung nach. So oft sind die jetzt noch nicht aufgetreten. Es schneit ja auch kaum. Und wenn die nur bei Schnee dann geboostet sind und da spawnen, habt ihr natürlich schlechte Karten. Es ist schon Februar, bald ist wieder Sommer, da gibt es eben nichts mehr. Dann der Pokefreak Red hat uns hier gezeigt, das ist ja aktuell so der Trend, dass man das mitmacht. So 4 verschiedene Bilder von LinkedIn, keine Ahnung was das ist. Irgendeine Jobplattform oder so sollte das sein. Dann wie man sich auf Facebook präsentiert, bei Instagram und bei Tinder. Das kennt ihr ja vielleicht, ist so ein Running Gag gewesen. Der Kenny zeigt uns hier ein wildes Shiny Garados, gefangen noch im Mondneuer-Event. Er hat auch seine 300 großen Carpador endlich gefangen, hat die Goldmedaille bekommen. Dann das Dragoran hat mir geschrieben, heute kurz vorm C-Day gebrütet, ein 100%iges Kiesling. Nimmt man natürlich gerne mit, ist ja auch ein guter Gesteinsangreifer. Und aus der Quest hat er noch ein 100% Sneebel bekommen. Ebenfalls vom Dragonite mit dem Glücksfreund getauscht, ein 89%iges Lucky Shiny Heatran ist ja jetzt weg. Mein Bestes wollte ich eigentlich noch hochziehen, wann ich das mache, weiß ich aber nicht. Immer noch vom Dragonite, noch ein Shiny Garados, sicherlich auch wild gefangen. Gefahr hier auch mit einem Shiny Carpador, die gab es ja wirklich wie Sand am Meer. Oh mein Gott, das ist so ausgelutscht, der Spruch, aber man muss ihn immer wieder bringen. Dann Vorbelastet hat uns gezeigt, der hat sich die letzte Raid am Mittwoch-Folge reingezogen. Dann bin ich Glücksfreunde geworden mit Krypto Saphir. Das habe ich, glaube ich, mit dem Benny getauscht, ohne Glücksfreunde. Dem habe ich ein richtig altes Shiny gegeben, habe aus Spaß gesagt, gib mir einfach ein wettergeboostetes Heatran. Ich will eh noch ein Lucky haben. Er hat gesagt, ich kann dir sogar ein wettergeboostetes Shiny Heatran geben. Und es ist ganz random einfach ein Lucky geworden. Ist nicht das Beste, aber der Lucky-Eintrag von Heatran ist nun da. Mache ich ja immer nur mit Shinies. Dann der Alex Hoffi auch, die Tage vor meiner Haustür, Shiny Garados. Pushner hat uns gezeigt hier, beste Bros, ist jetzt mit seinem Melmetal aufgestiegen. Das ist natürlich sehr cool, ein 96er, ich habe ja ein 100er, das könnte ich auch machen. Ich wollte ja eigentlich nur noch 100er nehmen und die dann hochziehen. Beim Lavados am Anfang habe ich das 96er genommen, was ich jetzt bereue. Mittlerweile könnte ich auch ein 100er Lavados nehmen und hochziehen zu Best Buddies, hätte ich einfach mal gewartet. So, Sally Maus auch hier aus dem Ei geschlüpft, 100er Carpador, Sally Maus und das neue gleich hinterher bekommen. Das gab es ja aus den 7er Eiern die ganze Zeit. Jetzt müsstet ihr das theoretisch auch wild fangen können und aus 10er Eier brüten können.
Schaut mal nach, vielleicht kriegt ihr ja irgendwann eins zu sehen. Habt ihr schon ein Flampion bekommen? Flampion? Schreibt es mal in die Kommentare oder habt ihr es auch schon entwickelt? Angeblich nützlich. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Damit habe ich keine Erfahrung. Dann der Bierbenny auch aufgestiegen zu Glücksfreunden mit mir. Die Pokémone. Jenny bei mir auch geschlüpft. Ein 100er Garados. Also war natürlich auch ein Carbador. Hat sich sicherlich entwickelt. Dann der Hannes hier mit einem 100%igen Siberio. Hat er in Arena gesetzt, aber das hat nur 86. Gut, das hat ja schon abgenommen durch die Motivation. Das hat sonst natürlich mehr. Soll ich sagen, das ist aber Low Level mit 600. Und ein 100%iges Krypto Entoron. Das müsst ihr erstmal machen. Das ist nicht erlöst, das ist einfach ein 100%iges Krypto direkt. Würde ich auf jeden Fall aufheben. Richtig gute Sache vom Hannes hier wieder mal. Dann hat er noch ein 0%iges, genau das Gegenteil, ein 0%iges Krypto Zubat. Und hier der Michael Opti, ein Shiny Pantimi gebrütet. Pantimimi? Pantimimi? Ja, Pantimimi. Pantimimi gebrütet. Dann der Alex Hoffi nochmal, das war ein Ei von dir, dankeschön, ein 96%iges Flampion, so eins habe ich ja auch, ein 96er, glaube ich, nee, ich habe ein schlechtes, ich habe dafür andere Sachen als gut bekommen, den Feldforschungsdurchbruch zum Beispiel, ein 98er, ja, da kann ich mir auch mal auf die Schulter klopfen, ne? Bobs Rob auch hier, Shiny Carbador, Alex Hoffi, Shiny Anorit, davon auch vorhin endlich das erste bekommen, Gefer hier mit einem Lucky 100% Plinfer, wenn ihr mal guckt, wie viele Lucky Plinfer der schon hat. Wahrscheinlich hat er keine anderen Pokémon im Beutel. 100.000 Mal getauscht, vorbelastet, getauscht und direkt gemaxt. Ein Hutsasa ist das, glaube ich, als Lucky 100%. Warum man das jetzt maxt unbedingt, weiß ich nicht. Ob das cool ist, vielleicht gefällt es ihm ja. Jeder hat ja andere Lieblings-Pokémon. Manche maxen ja auch Schlurp, habe ich gehört. Dann vorbelastet heute Nachmittag gefangen. Auch ein Shiny Carbador. Dullis Quad. Raid am Mittwoch. Da hätte ich eigentlich erst sagen müssen, das ist der Schocker der Woche. Alle wollen Praktibalk und er gönnt sich einfach mal einen 100% Lucky Praktibalk. Aber unser Kollege, der Robin, hallo Ramses, ich schaue viel deine Pokémon Go Videos und habe nach vielen Raids und 10 Kilometer Eiern einen 100% Praktibalk im Raid geholt. Und wie kann das denn der Schocker der Woche sein, wenn der nächste auch noch einen Praktibalk hinterher hat, auch mit 100%, zwar kein Lucky, aber 100 ist 100 und bei dem wäre es mir so egal, ob das Lucky ist oder nicht. Ich würde es trotzdem einfach hochziehen, weil es ein richtig cooles Pokémon ist. Da hat dir der Robin also einen Strich durch die Rechnung gemacht, Dulli, ne? Keine Sorge, du hast noch deine Chance, das sehen wir aber später dann. War aber auf jeden Fall schon mal cool, 200er Praktibalk hier drin. Dann der Dennis Weigel auch, wenn man keine 100er braucht, dann kommen sie mit einem 100% Lucky Alola Vulpix. Ist, glaube ich, kein Shiny, ist ein normales, aber 100% Alola Vulpix und trotzdem sehr cool. Können ja eigentlich meistens nur aus den Eiern brüten. Also wird es schwer zu kriegen sein in die Sammlung, weil mit Map und so habt ihr da keine Chance. Ihr müsst schon brüten oder tauschen. Dann der Barney hat hier ein 0% Carbador bekommen. Der Extreme wieder mal mit dem Klicker Shiny Carbador. Die Tina auch heute gefangen, Shiny Carbador. Der Bierbenny mit einem 100%igen Shiny Machollo. Das gleiche hat der Fischi auch. Ich glaube, die haben das beide am selben Stop geholt. Wurde, glaube ich, auch auf der Map angezeigt. Beim Fischi war es also ein normales. Beim Bierbenny sogar ein 100%iges Shiny. Also 100 war es ja sowieso. Aber das seht ihr mal, der eine hat halt mehr Glück als der andere. Trotzdem, beide 100er sind auf jeden Fall eine gute Sache. Kotbrot hier wieder mit einem Shiny Pandimos. Bockwurst King mit einem Shiny Magpie aus dem Ei gebrütet. Der Sören hier mit einem 100% erlösten Bisasam aus dem Rocket Stop erlöst. 100er geworden. Würde ich immer noch aufheben, falls wieder so ein Best-of kommt am Ende von 2020. Falls du so viel Geduld hast, heb das auf und du wirst belohnt. Michael Opti auch hier mit einem 100% Carbador auf Level 1 mit 10 WP. Sofort maxen. Terrorzicke mit einem Shiny Magma.
konnte man ja während des Mondneujahr-Eventes wild fangen. Wer also kein Magpie gebrütet hat bisher, konnte ein Shiny Magma so wild fangen, ist jetzt glaube ich wieder raus. Jetzt gibt es wieder nur aus Eiern Magpie, aber manchmal machen die ja solche Scherze. Ist eine coole Sache, so begrenzte Sachen auf jeden Fall, das steigert nochmal den Wert. Ganz stark zeigt uns hier Bob the Rob mit einem 0%igen Voltoball. Pupsi auch, Papogis fangen und fleißig für Rihorn boden. Und hat dabei sich noch ein schönes Shiny Carpador gegönnt. Hat sogar geklappt. Rihorn ist ja das nächste C-Day-Pokémon. Da hat sie also gut mitgemacht. Auch Wolle der Teufel hier, Shiny Carpador, Mitchell, Shiny Carpador sogar zwei hintereinander. Beziehungsweise am 27.01. und am 1.02. sind zwei verschiedene. Sieht man am Bogen, sieht man auch an der Bewertung. Der Bockwurst King nochmal mit einem 100% Samurzel. Aber sehr niedriges Level, trotzdem 100er, nimmt man mit. Dann beim Frank saß auch ein Shiny Garados auf dem Hof, hat er auch mitgenommen. Deferis, endlich fertig, hat sein Serpi Royal als Best Buddy gemacht. Warum auch immer, das ist nicht mal gemaxed, die IV kenne ich auch nicht. Aber vielleicht findet er das einfach super. Da fällt auch das Abzeichen gar nicht so auf. Da denkt man das Muster hin, das ist einfach so ein Muster auf dem Vieh, oder nicht? Dann das Dragoran wieder, hat uns ein erlöstes 100% Hornlio geschickt, auch sehr schön. Der Frank hat uns nochmal gezeigt, hallo Ramon, liebe Grüße aus Kölle da. Habe heute erstmal meinen neuen Gatten Pokestop getestet, der Sommer kann kommen. Vor allem wenn das Bild so extrem verregnet ist. Ich lade dich und deine Freundin schon mal zu einem Lokmodul und Grillabend im Sommer nach Kölle da ein. Wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende und viel Spaß beim Spielen. Das ist doch cool, dass der jetzt sozusagen einen Homespot hat, also einen Gartenspot. Seht ihr auch hier, Kleingartenverein und Anlage Köllerda West, dass man da eingeladen wird, man ein Lokmodul machen kann. Da steht auch einfach ein riesengroßer Pool. Sieht zwar jetzt immer noch richtig abgefuckt aus, aber es ist ja auch regnerisch und kalt und widerlich. Im Sommer erscheint das natürlich aus ganz anderen Sichtweisen. Dann beim Puschner auch, erste Forschung und gleich Shiny, dann war nämlich der Pico Chiller. Feldforschungstag, begrenzte Forschung mit Pico Chiller. Wieder eine gute Shiny-Rate, würde ich mal sagen. Wie gesagt, bei Barschwart damals habe ich keins bekommen. Also keins. Nur auf den zwei kleinen Accounts jeweils eins, musste mir beide rübergeben. Bei Pico Chiller sah es anders aus, da haben viele was bekommen. Ich habe jetzt auch nicht alle Leute hier mit reingenommen. Es reicht ja, wenn man das Vieh 10-mal gesehen hat. Ich muss nicht 100 Bilder einblenden. Aber beim Puschner schon cool. In der ersten Forschung gleich das erste Shiny bekommen. Auch die Blechgoldsau, also der Max, Grüße gehen raus. Auch Pico Chiller gleich am Anfang gehabt. Der Kotbrot wieder mal. Der macht ja wahrscheinlich nur Rocket Stops, wenn ich mir das so angucke. Das nächste 100er aus dem Rocket Stop. Ein Kickli, Glückwunsch dafür auf jeden Fall. Pupsi auch ein Shiny bekommen mit 96% sogar. Der Hannes hier wieder mal mit einem Schalellos getauscht und auch ein 100%iges Glücks-Pokémon geworden. Ebenfalls der Hannes mit einem 100%igen Pico Chiller, wo ich auch erst dachte, ich bin glücklich, dass ich einen 100er habe. Das wäre der Schocker der Woche, aber so viele Leute haben eben einen 100er bekommen, wo ich mir denke, gut, ist das gar nichts mehr wert. Ihr seht, dass er hier 374, merkt euch diese Zahl, ist ein 100er. Da Kro kommt ja an mit einem 100er Klick, deswegen habe ich da auch das 98er vom Bockwurst King nicht mit reingenommen. Der hat ja alles als 98er, der sammelt nur 98er, könnte man denken. Da Kro übertrumpft das natürlich mit dem 100er Klick. Da Kro ebenfalls mit dem 100er Golbert sozusagen, wenn er das erlöst. Und er fragt sich auch, wie oft und wie viele denn noch. Der hat bestimmt jetzt schon 5 Stück von den Viechern, die 100er sind. Das ist wahrscheinlich sein Lieblings-Pokémon. Auch der Kro mit einem Shiny Fritzel Blitz nimmt man auch gerne mal mit. Hat uns hier seine Ausbeute gezeigt. Der hat sogar 200%ige Pico Chiller bekommen aus der Quest. Seht ihr hier alle von einem Tag 374. Was ist das 100er dann also wert? Das hätte jetzt der Schocker der Woche sein müssen. 200%ige Pico Chiller. Aber es geht natürlich noch besser. Dann hat der Sören hier noch ein 100%iges Vulpix bekommen. Der Puschner und das mit Go Plus hat ein 100% Sandan geklickert. Der Mitchell gönnt sich auch Shiny Magma, wild natürlich, ohne garantierten Glücks. Und dann noch 100er bei der Sally Maus ein 100% Lucky Nidoran bekommen. Nimmt man auch gerne mit.
Extreme zeigt uns, der hat sich mal gelohnt, ein 100% Regigigas. Und ich weiß nicht, ich glaube, in den letzten Folgen haben wir irgendwo schon mal ein 100er Regigigas gehabt. Deswegen ist kein Schocker der Woche mehr. Jeder hat ein 100% Regigigas, außer mir und einige von euch vielleicht. Außerdem haben wir, glaube ich, sogar noch eins in der Sendung. Aber trotzdem, fette Sache, das würde ich auf jeden Fall hochziehen. Kommt ja auf 4300 sogar oder so. Überholt Mewtwo, ist fast auf Platz 1. Außer mit Letterking kriegt sich das noch in die Haare. Aber ich habe so viele Sonderbonbons da rein, schon mal vorsorglich. Ich habe 500 Stück oder so, glaube ich. Und jetzt habe ich kein gutes zum Hochziehen. Ich hätte gern auch ein 100er mitgenommen auf jeden Fall. Der Alex hier nochmal, da ist auch das erste von endlich aufgekreuzt mit einem Shiny Zubat. Sieht immer noch richtig genial aus. Dieses schön Giftgrüne auf diesem schön lilanen Hintergrund, das würde ich niemals entwickeln, wenn ich nur eins hätte. Aber ich habe die ganze Familie voll. Dann der Benjamin Engel auch hier mit einem Shiny Garados, hat sich gegönnt. Der Kotbrot 100% Pico Chiller, ich sag ja, die sind nicht so selten. Der Gandalf Julius hat seins auch direkt entwickelt und zeigt uns also, wie ein 100% Chiller Bell aussieht. Aber so viele Leute haben einfach einen 100er bekommen. Dann hat er auch noch ein 98%iges Shiny Chiller Bell, hat er auch durchentwickelt, auch vom Julius. Der Nebels, wenn es kein Shiny Pico Chiller gab, dann halt ein 100er Electek, erlöst sogar. Ist das erlöst? Müsste erlöst sein, auf jeden Fall ist da komisches Zeug drumrum, nimmt man auch gerne mit. Dann war ich richtig happy, nicht nur, dass ich immer zu Sinosteine bekomme aus den blöden, aus der blöden Go Battle League. Ich habe auch mein zweites Zuro-Kex bekommen aus einer Aufgabe, also aus einer Pokémon-Belohnung. Das erste hatte ich ja schon entwickelt, weil das ein 96er war mit 15 Angriff, glaube ich. Und jetzt habe ich noch ein zweites. Wenn ich also mal Glücksfreunde werde wieder und jemand hat auch eins, würde ich da natürlich den Glückstausch machen. Das ist meiner Meinung nach trotzdem etwas seltener. Erstmal eins haben und dann das als Lucky zu kriegen, wird schwer. Würde ich auf jeden Fall einen Glückstausch, einen garantierten dafür machen. Der Bob's Rob hat das auch. Der hat auch sein zweites Zuru-Kex jetzt bekommen. Bobwurst King noch mit einem Shiny Shinux. Die Pokebohne auch mit einem 100er Pico Chiller. Pokémone ebenfalls mit einem Shiny Magpie. Hier seht ihr es beim Thomas Samaschke. Der hat nämlich auch ein 100er Regigigas. Die sind gar nicht so selten. Jeder hat eins. Der hat aber kein Wettergeboostetes, hat nämlich nur 2400. Aber beim Extreme habt ihr gesehen, das hatte gleich 3100. So viele haben andere, wenn sie gemaxt sind. Und das kommt mit über 3000 schon aus dem Raid. Dann der Michael Opti, nochmal mit einem Shiny Nidoran, männlich, ein Shiny Traumado hinterher, das auch zwei sehr coole Shinies, wie ich finde. Stefan Landei hat mir geschickt, ist nicht seins, hat er extra noch dazu gesagt, aus der Gruppe ein 100%iges Glücks-Scaraborn, nimmt man auch gerne mit. Da sieht der Hintergrund wieder nicht so behindert aus, ist ja auch kein Shiny zusätzlich, also darüber würde ich mich freuen, das günstig hochzumaxen und ein 100er zu haben. Alex Hoffi nochmal, den eben auch noch wild gegönnt. Kann schon gar nicht mehr reden. 100% Magma noch dazu. Dann war ich umzingelt von zwei Rocket-Leadern. Die Sierra und der Cliff hängen da rum. Ich habe immer noch nicht diese Aufgaben gelöst. Ich müsste eigentlich jetzt gerade die drei Rocket-Leader besiegen. Die haben ja neue Pokémon. Aber es ist so viel Content immer zu da. Ich komme gar nicht dazu. Und bevor ich jetzt das Video mache und erst in 10 Tagen raushaue, und dann ist gar nichts mehr aktuell, warte ich lieber und mache es erst an dem Tag, wo ich es dann wirklich auch veröffentlichen möchte. Sonst habe ich das immer in den ersten 4-5 Tagen gemacht, musste den ganzen Monat warten. Jetzt weiß ich ja, man hat Zeit, es rennt ja nicht weg. Selbst wenn ich das erst in der zweiten Woche oder so mache, ist es auch kein Thema. Dann Bobserob hier auch mit einem Krypto-Knofenser. Kann er auch entwickeln, erlösen, dann wird es auch ein 100%iges. Nochmal vom Bobserob Killer ein 0%iges Onyx. Vom Kotbrot, wenn es am Onyx Day nicht läuft, deswegen, wir sind schon in der Onyx Stunde gewesen, er hat halt ein 0%iges bekommen, Kotbrot hat dafür ein 100% Traunfugil bekommen, könnte man sagen, wenn er es erlöst, ist jetzt ein 96er, Traunfugil habe ich glaube ich noch gar nicht gemacht, die neuen Rocket Stops sind alle bisher an mir vorbeigegangen. Dann hat der Bockwurst King uns gezeigt, ein wildes Impergator.
sitzt du einfach mal auf dem Spielplatz oder wo das sein soll. Leider nicht bei uns, ist glaube ich in Sonneberg oder so in der Ecke. Sigmundsburg steht bei dem immer dran. Da hätte sich der Ismo auf jeden Fall gefreut. Ein wildes Impagador, das muss ja doch, da würde der alles stehen und liegen lassen. Und gelbe Beere und Bonbons farmen, alles hin und her. Dann das Dragoran hat wieder geschickt. Chef, was ist so lustig? Ich, nichts, mein Gehirn. Anton aus Tirol. Das ist auf jeden Fall auch sehr genial. Der Blick dazu in die Mütze, ich glaube, das wird das Thumbnail sein. Das finde ich nämlich am chilligsten, dieses Bild auf jeden Fall. Gerade am Homespot, auch beim Dragonite, noch ein Shiny Pico Chilla. Die gibt es ja jetzt auch nach dem Event wild. Was ich sowieso nicht verstehe, die machen das so, ein Event, führen das ein, ihr müsst Aufgaben lösen, um das zu bekommen. Ihr sollt 5er Eier brüten, um das zu bekommen. Obwohl ihr ja eigentlich aus den Aufgaben sowieso immer eins bekommt und nach dem Event sitzen die plötzlich wild auch rum, ohne dass ihr Eier brüten müsst oder Aufgaben lösen müsst, also. Und die Shiny-Rate scheint trotzdem noch, also nicht die schlechteste zu sein, sage ich es einfach mal so, denn er hat sicherlich nicht 20 Stück da sitzen gehabt, drückt eins an, was da sitzt und direkt Shiny, also was will man mehr? Das glaube ich jetzt das letzte Bild von der Onyx Spotlight-Stunde von der Sally Maus, heute Ausbeute von der Stunde. Die hat sich noch ein Shiny Onyx gegönnt. Wie fandet ihr die Spotlight-Stunde mit Onyx? Hattet ihr auch Glück? Habt ihr ein Shiny bekommen? Fandet ihr das Pokémon generell cool? Was denkt ihr, was wird das nächste Pokémon sein? Und ja, Niantic, immer zu was Neues. Man kommt einfach überhaupt gar nicht mehr hinterher. Jetzt kommen wir aber zum Abschluss. Wir haben noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Dulli Squad. Auch wenn es vorhin nicht gereicht hat, mit seinem 100%igen hat er jetzt ein 100%iges, was auf jeden Fall reicht, nämlich ein 100%iges Shiny Pico Chilla. Das eben ganz aktuell. Es gibt noch andere aktuelle Sachen, aber die kann ich auch noch nächste Woche zeigen, wenn ich dann schon wieder 10 andere Sachen habe und ich muss mich immer entscheiden. Das fand ich jetzt aber am coolsten. Es war der Pico Chilla Forschungstag. Er hat nicht nur ein Shiny bekommen, nicht nur ein 100er, er hat sogar ein 100%iges Shiny bekommen und zwischen den ganzen Shinies und 100ern ist das einzige, was mir so aufgefallen ist. 100%iges Shiny Pico Chilla beim Dulli Squad. Glückwunsch dafür natürlich. Entwickelst du das? Lässt du das so? Schreib's mal in die Kommentare oder sag mir Bescheid, irgendwas. Ich danke euch wie immer für eure Bilder, für eure Unterstützung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst haben und am Ende natürlich auch wieder den Schocker der Woche präsentieren. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.